Herzlich willkommen zu einem kurzen eingeschobenen Video. Wir wollten euch noch den Einbau vom Motor zeigen, denn es ist jetzt alles gerade so ein bisschen durcheinander. Wir haben eigentlich schon angefangen, die Stoßstangen zu montieren und dann ist uns aufgefallen, ey, das letzte Video war ja eigentlich, wie wir den Motor irgendwie revidiert haben. Und wir haben aber ganz viele Sachen aufgenommen von der Zeit, wo wir den Motor wieder zusammengebaut haben und wieder eingebaut haben. Das ist also heute das Video. Ich will euch da einmal kurz durchführen, was wir da genau gemacht haben. Und ich zeige euch, wir haben so ein paar Teile verbaut, so ein paar kleinere Teile vom Burger Motorsport. Da gehen wir kurz drauf ein. Und dann geht es auch schon direkt die Tage weiter mit dem nächsten Video. Ja, an dieser Stelle nochmal der Hinweis für die Leute, die jetzt vielleicht neu einschalten oder zugucken. Ihr könnt dieses Auto gewinnen. Also wir verlosen dieses Auto wahrscheinlich Ende Januar. Und ihr könnt über zwei Wege teilnehmen. Entweder ihr bestellt bei uns ganz normal eure Tuning-Teile, dann bekommt ihr ab 100 Euro Bestellwert ein Los und dann pro 100 Euro ein Los. Das heißt, bei 2000 Euro Bestellwert gibt es 20 Lose. Oder ihr könnt euch einfach Lose kaufen. Dafür den Link unten in der Beschreibung. Und dann bekommt ihr quasi diese Boost-Packs, so nennen wir die. Für 5 Euro könnt ihr ein Los kaufen und ihr bekommt dafür auch noch einen Wertgutschein, den ihr bei uns einlösen könnt. Und dann habt ihr also für 5 Euro ein Los. Die nächsten Videos werden alle ein bisschen kürzer, weil die vom Inhalt her einfach nicht so umfangreich sind wie die ersten Videos, die wir jetzt gemacht haben. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben angefangen, jetzt die Stoßstangen anzubauen. Da machen wir euch ein kleines Video zu und zeigen euch natürlich, wie das alles passt. Dann wird es ein Video geben zu der Softwareabstimmung. Wir werden noch eine kleine Probefahrt machen, weil wir den Wagen ja auch einfahren müssen. Dann wird es noch ein separates Video zum Thema Cut geben. Da haben viele schon auf Instagram gefragt, wie wir das mit dem TÜV und dem Cut machen. Wir haben dafür eine Lösung entwickelt, sage ich mal. Das Auto wird ja auf einen Abgasprüfstand gehen. Vielleicht machen wir sogar dazu auch ein Video. Das fehlt noch so ein bisschen in der TÜV-Reihe, also ein Video zum Thema Abgasprüfstand oder Abgasmessung. Das wird also isoliert kommen. Und dann natürlich noch so Themen wie Abgasanlage und Felgen, Fahrwerk, alles, was da noch so kommen wird. Das wird alles jetzt ein bisschen schneller gehen, weil, wie gesagt, die Themen eben nicht so umfangreich sind. Ich würde sagen, an dieser Stelle springen wir jetzt mal schnell in der Zeit zurück und gucken uns den Einbau vom Motor an. Alles fängt damit an, dass Patrick anfängt, die Turbolader wieder einzubauen. Wir haben dafür natürlich einen neuen Dichtungssatz bekommen mit neuen Kupferschrauben, neuen Dichtringen, alles drum und dran. Wir haben alle Teile gereinigt und alle Zulaufleitungen, Wasserleitungen etc. Dann wird die Wasserpumpe angebaut und dann ist die eine Seite des Motors auch schon fertig. Dann haben wir die Achse wieder rausgeholt, weil das Auto stand ja zwischenzeitlich bei uns auf dem Hof. Da haben wir die Achse wieder eingebaut und ich baue hier kurz die neuen Motorhalter ein, denn die alten waren wirklich komplett kaputt. Dann geht es an den Block. Da haben wir die Motorenhalter wieder eingebaut und angefangen, alle Aggregate einzubauen und alles entsprechend zu verkabeln. Wir haben auch neue Kühler eingebaut, dafür machen wir euch aber ein separates Video. Dann kommt der Motor auf die Vorderachse, wird zusammengebaut, die letzten Ölleitungen werden fürs Getriebe gelegt und dann bauen wir das Getriebe an die Maschine. Das war ganz schön schwer. Und dann geht es an die Hochdruckleitung für Benzin. Wir bauen ja neue Injektoren ein, Index 12, neue NGK Zündkerzen und M4 Zündspulen. Das ist alles neu da reingekommen. Wie ihr seht, haben wir auch uns wirklich viel Mühe gegeben, alles, jede Ritze sauber zu machen. Also wirklich jedes Bauteil wurde von uns mit der Zahnbürste quasi gereinigt, damit das auch alles vernünftig aussieht. Und dann haben wir hier eben von Burger Motorsport das Ölkühlerventil eingebaut. Damit ist einfach das Ventil stillgelegt und der Kreislauf zum Ölkühler ist dauerhaft geöffnet. Das heißt, wir haben mehr Kühlleistung und die rote Abdeckkappe, die ihr hier seht, die ist nur für die Optik, die macht gar nichts. Dann haben wir natürlich auch noch diese beiden roten Schrauben eingesetzt, dann auch den roten Ölfilterdeckel. Der macht auch ein bisschen bessere Wärmeableitung als das Plastikteil, aber da würde ich jetzt nicht allzu viel drauf setzen. Das sieht einfach nur schön aus. Alle Teile in Rot fand ich besser als dieser Einheitsbrei. Das sieht auf jeden Fall im Motorraum ganz gut aus. Dann haben wir hier die Inlets von Burger Motorsport, 1,75 Zoll. Das ist für die Lader genau die richtige Größe. Die gibt es auch bei uns zu kaufen, so wie die Aluteile auch. Preis blende ich euch ein. Und für beide Seiten. Die hintere Seite ist wirklich schwer einzubauen, wenn der Motor nicht draußen ist. Und ja, so seht ihr den Motor fertig. Alles verkabelt, alles drin und dran.
Und hier nochmal die Aluteile in ihrer vollen Pracht. Und ja, dann geht's schon an den Einbau. Motor unter das Auto stellen und dann langsam ablassen, bis der Motor passt. Ja, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button, abonniert den Kanal, falls ihr das nicht eh schon gemacht habt und schreibt unten in die Kommentare alle eure Fragen, was ihr davon haltet, wie ihr das Video findet und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, schreibt es unten rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns ja, nächste Woche beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss.